Also was das Besondere an der Flasche ist eigentlich, dass der Geschmack wirklich nur über den Duft quasi kreiert wird. Und das ist eine Simulation. Das heißt, man trinkt aus der Flasche wirklich nur Wasser, aber bekommt den Duft in den Mund und der lässt dein Gehirn denken, dass du etwas mit Geschmack trinken würdest. Nach dem Öffnen muss das Öl in den Kühlschrank? Nein. Also Öle sollten prinzipiell einmal kühl und dunkel gelagert werden. Wo gibt man Mandelöl drüber? Ich liebe Mandelöl zum Beispiel auf einem Paradeissalat. Mandelöl auf einen gebratenen Fisch ein bisschen drüber drauf. Und jetzt stell dir da gerade jetzt im Winter Käse? Ja, entweder Käse, Frischkäse oder stell dir einen Chinakohlsalat vor. Das ist urcool, wenn man so sagen darf. Das ist nämlich eine Salatbox. Ja. Distelöl, Kürbiskernöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl. Also alles und in so kleinen Flaschen. Wie süß ist das?